Ich sollte Rutherford sagen, dass seine Kollegen wohl auf sind. So, dann zurück zum Rutherford. Ja, die Welt geht so langsam unter, ne, wie man sieht. In einem Spiel. So. Dann haben wir alles soweit erledigt, ne? Oder haben wir noch was vergessen? Sekunde. Hier haben wir einen neuen Auftrag. Den machen wir hinterher, wenn wir da lang müssen. Ja, wir haben alles erledigt. Den Rest müssen wir gleich im Versteck zu Ende bringen. So, wo ist der Dude? Ah, da oben, genau. Rutherford. Ihr seid also immer noch hier. Hier gibt es einen ständigen Strom von Händlern und somit auch einen ständigen Strom von Informationen. Apropos, meine beiden Kollegen haben sich gemeldet. Sie haben ihre Ermittlungen wieder aufgenommen. Dank euch. Ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Beide schienen die Lage in Sturm ziemlich düster einzuschätzen. Ich fürchte, dass düster noch eine Untertreibung ist. Sturm steckt in der Krise und wir müssen etwas tun. So schnell wie möglich. Und wir müssen zusammenarbeiten. So wünscht es euer Herr Onkel. Das wünsche ich auch. Der Hauch des Lichtes, Flair-Atem. Okay. Alles klar. Gut, hätten wir den Auftrag abgeschlossen. Dann kehren wir mal zurück zum Versteck und schließen erstmal den Rest ab und dann den einen Auftrag können wir dann hinterher machen. So. Was? Bei der Kunde aus dem Laden ist ein neuer Auftrag? Oh nee, sag mir nicht noch mehr. Sag mir jetzt bitte nicht noch mehr. Also wenn du mich fragst, braut sich da was zusammen. Sag an, Gautier. Oder Gautier oder Gautier. Was gibt's für eine Kunde? Dabei? Böses Blut. Achso, das ist der neue Auftrag, den wir... Ja, okay. Okay, den machen wir hinterher. Sorry. So, Charon und die Köchin. Die Chefköchin. Dann schließen wir das erstmal soweit ab. Dann haben wir, glaube ich, erstmal ein bisschen Ruhe. Ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen Story. Bis dann die nächsten Nebenaufgaben kommen. Das hat sich gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, aus meinem Munde so an, als ob ich das so ein bisschen nervig finde oder sowas. Ist eigentlich nicht nervig. Ich finde es eigentlich ganz cool so, dass man so ein bisschen mit Zeitquests so ein bisschen von der Story ablenkt halt, ne. Das Ding ist halt nur, ich habe das Gefühl, dass wir uns so langsam dem Ende des Spiels nähern. Und deswegen will ich da immer so ein bisschen, wisst ihr, Gas geben. So. Und? Hast du von Harpo was erfahren? Hab ich. Er war wie immer sehr hilfsbereit und konnte mir genau sagen, wo ich suchen muss. Was genau werde ich denn nun zubereiten? Oder soll ich lieber nicht fragen? Blaurücken-Wyvern-Leber und ein Farn namens Engelshauben. Ah, Wyvern-Leber also. Naja, immerhin keine echten Würmer. Also gut, du bleibst, wo du bist. Ich schmeiße den Herd an. Hoffen wir, dass die Köche von einst wussten, wovon sie sprachen. Das sieht aber besser aus wie das letzte. Und voilà! Gebratener Himmelswurm-Leberschmarrn. Yvonne hat angeboten, ihn als Erster zu kosten. Also genauer gesagt, hat er förmlich darum gebettelt. Ja, aber natürlich. Gibt es eine größere Ehre, als ein Stück kulinarische Geschichte mitzuerleben? Ja, dann gönn dir.
Das ist nicht die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. Was ist das für ein Hexenwerk? Erst salzig und knusprig, dann weich und luftig. Eine geradezu stürmische Attacke der Aromen. Doch es ist der pikante Kuss der Engelshauben, der dieses wilde Gericht zähmt. Es ist eine Meisterleistung, eine Naturgewalt sogar. Ein Strudel aus Geschmack und Gefühl. Ein anmutiges Biest, das aus einem Schlummer erwacht ist. Ich glaube, er mag es. Kann ich nicht genau sagen bei all dem Unsinn, den er redet. Aber du könntest recht haben. Es schmeckt wohl nicht schlecht. Nicht schlecht? Unglaublich! Und niemand soll es wagen, das Gegenteil zu behaupten. Sid, darf ich vorschlagen, dass du einer Gruppe deiner besten Kämpfer befiehlst, sofort ein Dutzend Blaurücken-Wyvern zu beschaffen? Ich denke darüber nach. Okay, war wohl erfolgreich. Hat ihm sehr gut geschmeckt. Aber dass die halt immer erstmal so reinballern, die Gerichte, und hinterher dann gut schmecken, ne? Sehr gut abgestimmt. So, Stufe 41. Sehr schön. Was ist denn eigentlich das Maximallevel hier im Spiel? Stufe 50 oder? Weil ich glaube nicht, dass 100, oder doch? Mir ist gerade unsicher. 100 wäre ja jetzt krass viel. Nicht, dass irgendwie so eine Trophäe gibt, dass man so Level 100 erreichen muss oder sowas. Wäre ja mega krass. Es könnte aber auch sein, dass vielleicht später irgendwie man so einen Dungeon freischaltet, dass man da übelst schnell hochkommt oder sowas. Keine Ahnung, wir sehen es ja. Nichts verdirbt den Magen so gut wie eine Portion kalte Rache. Entschuldige, Tante. Ich habe es nur noch schlimmer gemacht. Dabei wollte ich dich doch nur beschützen. So wie du mich beschützt. Ja. Was blieb mir übrig? Sollte ich zusehen, wie deine Eltern dich zu Tode prügeln? Wir wären wohl beide schlechter dran, wenn ich es nicht getan hätte. Du warst immer mein rechtes Auge, Götz. Und das soll auch so bleiben. Also wage es ja nicht, dich nochmal in Gefahr zu begeben. Mach ich aber. Wenn ich dich beschützen kann, tue ich es wieder und wieder. Auch wenn du meckerst. Du bist ein Dickkopf. Schön. Spiel den Helden, wenn's dich glücklich macht. Danke, Tante. Ich werde dich stolz machen. Er würde einfach alles für dich tun. Das mag ja sein. Aber wenn er je auf eigenen Füßen stehen will, muss er anfangen, auch auf sich selbst aufzupassen. Bis dahin muss ihm jemand den Rücken frei halten. So wie du in Dalimil. Glaub mir, ich weiß das zu schätzen. Natürlich. Er ist Familie. Hör auf! Du machst mein gutes Auge trübe. Und glaub nicht, dass du eine Extrawurst bekommst. Ein Trank kostet dich heute so viel wie gestern. Tränke brauche ich nicht. Gut, ich bin bis jetzt nur einmal in dem Game gestorben, tatsächlich gegen diesen scheiß Drachen. So, Räuchergefäß aus Übersee. Ah, wieder neues Geschenk in unserem Zimmer. Cool. Aber sonst habe ich noch nie einen Trank benutzt im Spiel. Nur mal versehentlich, weil ich den Hilfskommando von von Torgal nicht gerade offen hatte und versehentlich einen Befehl für Torgal geben wollte, aber der dann einen Trank genommen hat. So, was haben wir jetzt bekommen? Das hier. Euer Gefäß aus Übersee, okay. Ja, alles klar. Wird ja immer mehr bei uns hier, ne? Ja, das war's. Wir sind fertig. Leute, jetzt geht's weiter mit Story. Jetzt geht's weiter mit der Story. So, jetzt sollen wir ein paar Tiere bekämpfen, ne? Ihr wisst Bescheid. Jetzt, Torgal!
so. Hat ja aber nichts gebracht, mein Freund. So, der ist tot. Oder? Ah, kann knapp werden, kann knapp werden. Nee, überlebt. Jetzt aber, okay. Krass. Und der war nur Stufe 33 gewesen. Nicht schlecht, mein Boy. So. Ja, so eine Art Steppe haben wir jetzt hier. Tschüss. Da sind noch mehr Wölfe. Kann ich hier hoch? Ja. Keine Truhe oder so, weil so verdächtig. Sehr gut. Habt ihr zwei selbst toll gemacht. Und Torgal natürlich auch, wie immer. Apropos Torgal, wie sieht es aus mit seinem Status? Noch zwei Levels. So, normale Angriffe beißen hat er jetzt bereits auf maximal. Okay. Also noch zwei Level-Ups. Ah, Sekunde mal. Ich kann ja da runterschauen, ne? Ich hoffe, ich falle jetzt nicht runter. Hier waren wir einmal schon lang gewesen, da unten in der Schlucht. So, okay. Joa, Riesengebiet, ne? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal dahin, weil da eine Sackgasse ist. Diese Ruine ist aber günstig gefallen. Seien wir vorsichtig. An Ruinen sind auch Echos nicht weit. Inwiefern, wie meinte günstig gefallen? Na? Schon down. Das wird jetzt ein bisschen wehtun. So, du bist down. Down. So, 12.000 Schaden. Nur 12.000? Zu wenig. So, da haben wir eine sexy Truhe. Königsschärpe. Oh, neues Ausrüstungsgegenstand. Da bin ich jetzt aber gespannt drauf. Oh, der ist sehr gut. Der ist sehr, sehr gut. Was Neues zum Tragen. Okay, nicht mehr Drachentöterin gewandt. Oder Ausrüstung. Jetzt brauchen wir noch einen Königsanhänger oder Armreif. Und ein Königsschwert, eventuell. Sattkassen lohnen sich immer, ne?
viele Wege, die ich laufe, sind nicht umsonst. Vielleicht ein paar. Aber nicht die meisten. So. Jetzt laufen wir mal hier über die Ruine. Ach, jetzt habe ich das verstanden mit dem günstig gefallen. Okay. Das war nix. Oh, das war's schon. Hat sich gar nicht gelohnt, den Skill einzusetzen. So, aufpassen. Ich habe das Gefühl, ich kann hier runterfallen. Ich will es jetzt nicht riskieren. Aber ich glaube, dass man hier runterfallen kann. Uns wird zwar nichts passieren, aber wir werden dann unten sein. Wir müssen dann wieder uns neu teleportieren an dem Anfangspunkt und wieder laufen. Ne? Wir müssen auch schon angreifen, ne? Einer. Sehr fein. Und los geht's. Mega Flair, einfach nice. Fand ich damals bei Final Fantasy X auch schon geil, die Attacke mit Bahamut. Wenn du Yuna gespielt hast und den Geist beschworen hast. So, das sind glaube ich etwas stärker, oder? Sehr geil, Joshua. Aber keine Truhe hier, ne? Ich dachte, da würde ich irgendwas bewachen. Schade. Okay. Halt, Moment. Halt, Moment. Ach so, okay. Ich hab gedacht, hier wäre jetzt irgendwie so ein kleines Schlupf, wo man rein könnte. Und da wäre was versteckt gewesen. Das sah so auf der Map halt aus, ne? Okay. Wo ist die Sidequest? Die ist weiter unten, okay. So, gleich kommt ein kurzes Gespräch. Erzähl uns von Jutta, Joshua. Sie ist willensstark, loyal und tödlich mit der Klinge. Im Grunde wie Clive, nur mit besseren Manieren. Okay. Also wir haben keine Manieren, wie es scheint. Element.
Oh, ist aber schon cool, dass wir das auch außerhalb des Kampfes einsetzen können, ne? Oh, wie schön. Stimmt, da unten sind wir auch entlang gelaufen, glaube ich, oder? Nee, Quatsch. Aber wir sind auch an einem Fluss entlang gelaufen. Irgendwo an einem Punkt. Was ist das denn? Ah, so ein Chocobo. Ist aber noch nicht die Zeitquest, oder? Nee. Ja, gut, komm. Das geht ab. Wohin des Weges? Zu den freien Städten vielleicht? Ach, ich denke mir einfach mal einen Teil. Will dich nicht ausfragen. Bin selbst gerade auch nicht wirklich in Erzähllaune, weißt du? Ehrlich gesagt, fehlt mir etwas Inspiration. Ich weiß gar nicht mehr wohin. In Oriflam hab ich einen Reibach gemacht, bis dem alten Drachen die Rübe geplatzt ist. Also hab ich's in der Wüste versucht. Dann ist der Zahn auch ausgefallen. Von wegen nicht in Erzähllaune. Mit dem Dominium fange ich am besten gar nicht erst an. Ich versuche es wohl in Canva. Nur bei meinem Glück fallen die Orks ein, ehe ich auch nur meine Ware ausgeräumt habe. Aber ich sage immer, Alter. Wo Krisen sind, sind auch Chancen. Und zwar Chancen auf echte Gilgruben. So, wohin geht's jetzt? Tschüss. Ob in Ashra was zu holen ist? Haben Orks überhaupt Gil? Endlich, Junge. Oh, hallo. Dir geht's aber nicht gut, ne? Hast wohl Pommes mit Ketchup gegessen? Hat sich so ein bisschen bekleckert. Du bist verletzt. Was ist passiert? Bist du allein? Ätherflut! Da vorne! Sie hat das Lager verschlungen. Die anderen, sie sind schon alle akasisch. Hier in der Nähe gibt es ein Dorf, Tabor. Dort leben gute Menschen. Keiner wird entkommen, wenn die Männer bei ihnen einfallen. Wir dürfen das nicht zulassen. Warte hier. Ich kümmere mich drum. Danke. Ich glaube, der wird gleich nicht mehr leben. Unser Lager ist da vorne. Abseits des Pfads. Ich bitte dich, rette Tabor. Vergebt mir, Lord Kupka. Ruhe in Frieden. Der gute Kupka hat sein Land verkauft. Für Benedikta. Das Lager sollte nicht weit sein. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Hä? Schon wieder eine Flut. Sie sind jetzt überall. Wir müssen da durch. Halten wir die Augen offen. Gut. Sie sind noch hier. Yeah.
nicht dein Tag, definitiv nicht. Ist da jemand? Bitte, ich bin verwundet. Das ist wohl kein Akasischer. Das Ding ist halt, man sieht auch... man sieht auch die Truhen hier ganz schlecht wegen dem ganzen blauen Licht hier. Wer braucht das Splitter? Okay. So, irgendwo hier hinten war jetzt jemand. Okay, sehr gut. Goblin-Münze. Gut, diese. Hallo, mein Freund. Du gehörst zur Einheit? Ja. Ich habe Lärm gehört. Das sind die anderen... Es war zu spät. Einer deiner Kameraden hat mich hierher geschickt. Ein Überlebender? Wo ist er? Sag schon. Er hat es nicht geschafft. Er hat richtig gehandelt. Dieser Monster. Das war nicht mehr meine Truppe. Du hast Tabor gerettet. Hier. Ich danke dir. Okay, Auftrag abgeschlossen. Ging doch relativ flott. Wir kennen uns doch, oder nicht? Du musst mich mit jemandem verwechseln. Nein. Diese Narbe. Bei der Faust von Titan. Du bist Sid. In Kostnice hast du meine Kameraden getötet. Und den Rosalith hast du Lord Kupka getötet. Mit Hugo Kupka bin ich fertig. Ich habe keinen Groll auf seine Gefolgsleute. Aber ich auf dich! Feigling, zieh deine Waffe! Ich werde Lord Kupka rächen! Ah, schwer. Joa. Also, das Ding ist jetzt gerade... Er will Rache an uns nehmen. Klar, ist irgendwie blöd, gegen den verletzten Soldaten zu kämpfen, aber... Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist scheißegal, was ich wähle, es kommt sowieso auf dasselbe bei heraus. Ich glaube, wir töten den am Ende. Deswegen, ich... ich weiß nicht, Alter. Andererseits, wenn ich ihn jetzt am Leben lasse, könnte er für später vielleicht noch wichtig sein, ne? Schwierig. Sehr schwierig. Ja, komm, ich mach mal. Wir töten den. Wir sind jetzt mal böse. Sonst sind wir immer der nette Clive gewesen, halt, ne, alle verschonen, alles dies, alles das. Aber diesmal killen wir den. Gut. Wenn es sein muss. Für Titan! Ja! Oder er stirbt jetzt schon. Du kannst so nicht kämpfen. Dann wird es schnell vorbei sein. Komm schon. Töte mich! Warum? Für die Sünden deines Herrn? Wir beide kennen uns nicht. Und ich werde nicht einfach einen wehrlosen Mann töten. Nein. Du täuschst mich nicht. Lord Kupka hat uns von deinen Verbrechen erzählt. Du bist ein Mörder. Kein Mensch? So wie du und deine Freunde? Ich bin nicht wie du. Aber wenn du mich nicht töten willst, dann geh. Geh! Doch glaub mir, wir sehen uns wieder, Sid. Irgendwann. Ah, okay. Also hätten wir nicht vermeiden können, so oder so. Du wirst noch bereuen,
dass du mich nicht getötet hast. Ich werde meinen Herrn rächen. Werden wir sehen. Das werden wir sehen. Was das Spiel noch so für uns bereithält. Mal gucken. So, dann laufen wir jetzt erstmal ganz weit runter.